Was ich gemacht habe, ist mein Gesichtswasser gewaschen. Konsistenz ist sehr interessant. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute habe ich einen kleinen Produkttest für euch. Und zwar möchte ich gerne das M. Assam Magic Finish Make-up Fond de Teint ausprobieren. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Wie ihr seht, bin ich völlig ungeschminkt und was ich gemacht habe ist, ich habe mein Gesicht gewaschen mit einem Waschgel, bin mit einem Gesichtstoner drüber gegangen und habe dann meine Augen- und Gesichtspflege aufgetragen. Was ich allerdings immer benutze vor dem Schminken, ist ein Primer, weil bei mir geht nichts ohne Primer, da ich doch etwas vergrößerte Poren habe. Und ja, die sind zwar etwas kleiner geworden durch meine durch mein regelmäßiges Waschritual. Das empfehle ich auch wirklich jedem, dass er da eine Regelmäßigkeit reinbringt. Morgens und abends das gleiche Ritual, also Waschgel, Gesichtstoner, um die Poren so ein bisschen wieder zu verschließen und dann halt eine der Haut entsprechenden Hautpflege. Und man wird wirklich merken, dass die Haut einfach reiner wird, dass die Poren ein bisschen minimiert werden. Und ja, dann trage ich den Primer auf und in diesem Fall nutze ich immer meinen Bottega Verde Perlglanz Make-up Unterlage mit Pfirsichkernöl und Vitamin E. Und ja, das trage ich eigentlich immer auf, vor jedem Make-up, wie gesagt, weil meine Poren doch ein bisschen größer sind. Und ja, eigentlich ist das auch genetisch bedingt. Mit der Größe der Poren kann man eigentlich nicht viel daran arbeiten. Man kann die Poren ein bisschen minimieren, aber ganz weg bekommt man sie nicht. Und von daher, für mich persönlich ist ein Primer immer das A und O. Das M. Assam Make-up Finish, das ist ein Make-up, was man halt über die Tagespflege aufträgt und zwar so lange, bis die gewünschte Deckkraft erreicht ist. Ich finde, die Konsistenz ist sehr interessant und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kann man ganz genau sehen, dass es sich um eine mousige Konsistenz handelt. Finde ich sehr, sehr interessant und ja, das tragen wir jetzt einfach mal auf. So, dazu muss ich jetzt erstmal meinen Spiegel zur Hilfe nehmen. Und dieses Make-up soll sich dem Hautton anpassen. Es sieht im Moment erstmal sehr dunkel aus. Aber jetzt bei der Anwendung sehe ich schon, dass es sich wirklich dem Hautton anpasst. Ich bin eigentlich ein sehr blasser Typ. Ich habe also eine sehr helle Haut. Und im Sommer ist es so, dass sich bei mir Sommersprossen bilden im ganzen Gesicht. Und ja, das kann man vielleicht mit diesem Make-up ein bisschen kaschieren. Nicht, dass ich Sommersprossen schlimm finde. Ich finde das eigentlich ganz süß. Aber trotzdem finde ich es für mich selber einfach schöner, wenn man ein glattes Bild hat, auf dem man malen kann, wenn man sich hinterher noch ein schönes Augen-Make-up schminken möchte. Es fühlt sich wirklich sehr seidig an und ich finde, es gibt auch eine gewisse Pflege. Also es ist nicht so trocken wie manche Make-ups. Was ich auch noch schön finde, ist, dass man dieses Make-up auch wirklich schichten kann. Das heißt, wenn man so ein bisschen zu Hautunreinheiten neigt oder Rötungen, kann man da wirklich mit sehr gut arbeiten. Und es ist einfach wirklich ein ganz tolles, natürliches Finish. Ich werde gleich mal zwei Bilder nebeneinander legen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Es ist ein Gefühl, als ob du dir eine Tagespflege aufträgst. Und wenn es so ein bisschen antrocknet, dann fühlt sich die Haut wirklich seidig an. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich nutze in der Regel, wenn es ganz schnell gehen muss, diesen von Revival de Loup Perfect Tongue. Und das ist eine grüne Paste und die verwandelt sich dann auch
eigentlich in den Hautton, den man hat. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich auch nicht, aber den benutze ich unheimlich gerne. Und dieses M. Assam kommt dem wirklich gleich, wobei mir dieses hier viel besser gefällt. Der Preis für diesen Pot M. Assam Magic Finish werde ich euch, jetzt muss ich mal überlegen, hier einblenden. So, ich warte jetzt noch ein paar Minuten und dann melde ich mich zurück. Sind jetzt ein paar Minuten vergangen. Ich wollte das Ganze einmal richtig eintrocknen lassen und ich muss sagen, das Gefühl bleibt. Es ist wirklich ein seidiges Gefühl. Es ist alles sehr elastisch. Man hat nicht das Gefühl, dass es austrocknet. Ja, ich bin begeistert. Die Poren, die werden nicht hervorgehoben, finde ich. Es ist ein mattes Finish, beziehungsweise es ist ein Finish, ein natürliches Finish. Also es ist nicht so, dass du jetzt wirklich das Gefühl hast oder dass es so aussieht, als ob du Puder drauf hättest, aber trotzdem sieht es sehr matt aus. Nein, ich würde sagen, es sieht sehr natürlich aus. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wer sich für dieses Produkt interessiert, ich werde euch hier einblenden, wo ihr das bekommen könnt. Ansonsten nochmal unten in der Infobox. Und ja, also von mir kriegt dieses Produkt einen Daumen nach oben. So, ich schmink mich mal eben zu Ende und melde mich gleich zurück. Fertig geschminkt, gleich werde ich meine Haare noch ein bisschen zurecht machen und dann hole ich gleich meine Kinder ab, denn die waren die Nacht über bei meiner Schwester. Die haben nämlich einen ganz tollen Pool im Garten und gestern war so warmes Wetter, dass sie die Zeit natürlich ausgenutzt haben. Und wir Eltern hatten natürlich auch Zeit für uns. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.